Hier kann man zum Messepreis einen LKW kaufen. Ne? Ich darf Kran bedienen. Oh mein Gott. Und das nenne ich mal eine Verbesserung in der Ladungssicherung. Dass wir seit neuestem Sponsor von FC Valencia aus Spanien sind. So der Traum von jedem Jungen, mal in so einem großen... Spielzeug für Männer. Also eigentlich ein Traumberuf. Ja, eindeutig. Gefällt dir der Platz da oben, wo du sitzt? Ja. Ja? Wow, das ist mal eine Front. Wahnsinn. Also die schaut schon sehr heiß aus. Herzlich willkommen zur heutigen Transport-Heute-Sendung. In wenigen Wochen findet hinter mir Transport CH statt. Wie auch Transport CH feiert das Wochenende auch etwa ein 10-jähriges Jubiläum. Gehen wir mal schauen. Wir sind heute nämlich mal nicht in der Schweiz, sondern wir sind in Deutschland an der NUFAM. Die NUFAM feiert dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum. Und da mein Hochdeutsch nicht so gut ist, habe ich Unterstützung geholt von der Victoria Fischer. Merci vielmals. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen hier auf der NUFAM, der Nutzfahrzeugmesse in Karlsruhe. Hier haben über 400 Aussteller aus 13 Ländern die neuesten Produkte im Thema Nutzfahrzeuge. Und was es da alles zu sehen gibt, das schauen wir uns jetzt mal näher an. Kommt mit! Was war denn so der spektakulärste Auftrag, den es gab? Also wir haben definitiv ein Einzelstück, welches wir extra für den WM-Erfolg für unseren letzten der deutschen Nationalmannschaft gebaut haben. Weiter geht's! Okay, hier kommt uns schon der leuchtende ADAC-LKW entgegen. Ist natürlich wichtig, dass man den auch sieht auf der Straße. Schauen wir mal, ob wir da ein paar mehr Informationen bekommen. Gut, das ist ein LKW-Abschleppwagen, ein Vierachser Mercedes-Benz Arox, der im Endeffekt dafür eingesetzt wird, um die ganz großen Autos, wie sie jetzt hier überall zu stehen sind, wieder von der Straße zu holen. Und das ist natürlich auch unser Kernjob und deshalb sind wir da, um uns einfach mal vorzustellen und natürlich auch den Menschen, auch den LKW-Fahrern hier auf der Messe, ein Gefühl dafür zu geben, was braucht man denn, um einen LKW von der Autobahn runterzuholen. Ja. Überlegen Sie sich, dieses System jetzt zuzulegen? Es ist immer gut, das System gegenüber einem ganz normalen Planauflieger, ist ganz klar, man hat es schnell auf, man hat es schnell zu. Am besten wäre die andere Seite auch noch so. Für den Fahrer ein sehr willkommenes, leichtes zu bewegen. Regen, Schnee, Staub, Nebel, Tag und Nacht. Was soll das? Schauen wir nach oben. Und zwar geht es hier um den Abbiegeassistent. Alles, was größer ist wie ein Fußball und sich quasi bewegt, wird detektiert. Also auch kleine Kinder oder wenn jetzt irgendwas rollt, das heißt, er detektiert uns jetzt gerade. Was kostet jetzt so ein System? Das System hat einen UVP von 1900 Euro und ist in circa 2 bis 3 Stunden eingebaut. Pflicht ist der Einbau noch nicht, oder? Noch nicht. Es gibt aber einige Unternehmen, auch jetzt gerade von Deutschland gibt es einen Fördertopf. Und der war sofort ausverkauft, zweimal quasi. Was ich gerade entdeckt habe, und zwar hier gibt's Jacuzzis. Wieso? Wieso gibt es hier Jacuzzis? Wir sind hier auf einer Nutzmesse, sowohl also lauter LKW-Fahrer sind und so weiter und die haben alle Probleme mit Rückenverspannungen, rheumatischer Formenkreis. Und um die Probleme zu bekämpfen, haben wir hier Puls, damit sie in ihrer Freizeit auch was für die Gesundheit machen können. Also für die Gesundheit der LKW-Fahrer gibt es hier Jacuzzis. Das ist mal ein toller Denkansatz. Genau, damit die auch in ihrer Freizeit was haben zu Hause, was ihnen gut tut. So, hier sind ja verdammt viele Reifen, ne? Alle unterschiedlich, riesengroß. Da gibt es bestimmt einiges darüber zu erfahren. Fragen wir mal nach. Hallo, ich bin Victoria von Aztag TV. Können Sie mir was über diese Reifen erzählen? Ja, sicher, klar. Wir sind ein chinesisches Unternehmen, die Sailun Tire, und produzieren unsere Reifen in Vietnam. Wir haben natürlich verschiedene Verwendungszwecke. Das heißt einmal, wir haben Baustellenreifen im Portfolio, genauso wie Reifen für den regionalen Verteilerverkehr und auch für den Fernverkehr.
spezielle Vorderachsreifen, alle, wie gesagt, mit den Kennungen, die in Europa wichtig sind und obendrauf mit Tripping Mountain Symbolen, die für die Zukunft ganz, ganz wichtig sind im Vorderachs- und Antriebsachsbereich für die deutschen Gesetze ab 2020, Juli ungefähr. Hier stehe ich jetzt vor dem neuen Mercedes Actros Edition One und darüber gibt es auch ein Video, was ich euch unten verlinke und jetzt schauen wir uns den mal genauer an. Hier stehen schon welche an. Wozu stehen sie hier denn an? Ja, wir wollen mal die neue Technologie gucken von den Spiegeln. Die ist ja höchst interessant. Man hat ja keine Außenspiegel mehr, sondern sind jetzt nach innen mit Kameras. Stimmt, sehe ich jetzt auch gerade. Habe ich auch noch nie so gesehen. Fahren Sie selber LKW? Jawohl. Also ich habe ein Unternehmen und fahre auch teilweise selber noch, ja. Genau. Dann sind Sie ja voll in der Materie und wissen, auf was es ankommt. Denken Sie, dass es eine Erleichterung ist? Ich wollte ja eben zum ersten Mal reingehen und auch mal gucken. Ich kenne das System so auch noch nicht. Ja. Aber könnte ich mir schon vorstellen. Allein finde ich im Winter. Man muss nicht mehr warten, wenn die Spiegel vereist sind. Ich denke, das weiß nicht, ob das da oben beheizt ist oder auf jeden Fall hätte man es schnell vom Eis und Schnee befreit. Stimmt. An sowas habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht gedacht. Für was sind die ausgelastet? Ja, also für verschiedene Einsätze. Wir haben hier zum Beispiel ein Spezialfahrzeug für den schweren Greifereinsatz, also für den Recyclingbereich, Schrott, Altfahrzeuge und so weiter. Es gibt sicherlich sehr skurrile Einsätze, aber gerade wie vielleicht eine Klimaanlage aufs Dach oder mal ein Pool auf das Dach. Keine Ahnung, wir haben Kunden auch in New York, die dann einen Flügel, also Klavierflügel, mit den Geräten dann in die Wohnungen oder in die Lofts bringen. Ja. Also die Einsätze sind sehr vielfältig. Ja. Also mit ihren Geräten sind keine Grenzen gesetzt? Fast sozusagen. Keine Grenzen gesetzt, ja. Also Arbeiten bis 50 Meter Höhe sind machbar. Ja, schauen wir mal, ob man da auch mitfahren kann. Schauen wir mal. So, jetzt geht's rein mit uns. Wir haben jetzt hier also etwa eine Schräglage von 20 Grad, was eigentlich noch eine richtige normale Geschichte ist. Wir haben Vorführgelände, da fahren wir 38 Grad und da sieht natürlich die Welt noch einmal ein bisschen anders aus. Noch schiefer! Wow, also der ist richtig für unwegsames Gelände ist der gemacht. Natürlich, das kann das Fahrzeug auf jeden Fall. So wie man jetzt eigentlich hier drin sitzt, das ist eigentlich Standardausführung vom Unimog. Also wir haben jetzt hier das nicht ganz Maximum, was dieser Unimog kann. Hier haben wir also jetzt eine Steigung von 45 Grad, sprich 100%. Wir haben ja noch ein Vorführgelände, dort haben wir dann eine Steigung von 110%. Da liegen wir also bei etwa 48 Grad. Also da ist noch einmal eine Nummer anders. Oh, das ist ein Gefühl wie nach der Bahn. Einfach mal ein anderes Erlebnis. Hammer, Hammer. Man hängt in den Gurten, ne, wortwörtlich. So, wir sind jetzt am Ende angekommen und passend dazu kommt jetzt noch die Sonne raus und wirft noch ein wunderschönes Licht auf die NuFarm 2019. Es war wirklich eine super schöne Messe. Ich freue mich, dass ich euch mitnehmen konnte und dann sehen wir uns spätestens bei der Transport CH in Bern. Macht's es gut, bis dann. Ciao.